Es fühlt sich langsam wieder nach Standard-Endstadt einfach an. Das ist ein Fremdwort für Engländerseits. Das sind auf jeden Fall die nächsten Energies. Wir haben noch 27 Stunden, bis wir wieder wegfliegen von hier. Guck mal, wie ich dieses Ding zerstört habe. Gesund für mich und meinen Körper. Also, wir sind jetzt Oxford Street. Nehmen wir die Ampel mit? Scheiße. Wir nehmen die Ampel mit. Achso, ich muss auch noch auf die Seite gucken. Ich gucke die ganze Zeit instinktiv rechts. Sehr geil. Ich glaube, da werde ich nicht überfahren, aber es ist richtig verlockt, dass ich hier überfahren werde. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oxford Street. Wir sind jetzt so einen 30 Minuten Spaziergang machen. Zu unserer nächsten Destination, zurück zum Hyde Park. Aber ich muss sagen, schwierig hier. Schwierig. Sehr crowded, sehr voll, sehr viele Leute hier. Es ist einfach so eine Mönckebergstraße 2.0 oder vielleicht Mönckebergstraße auch die Kopie hiervon, keine Ahnung, aber mach keine Geräusche. Verarsche raus. Genau. Das heißt, smooth. Das ist eine Frechheit. Deren Konsumverhalten ist schon wirklich hart. Wirklich sehr starkes Konsumverhalten. Aber ich meine, jedes Volk hat so seine Vorlieben. Jedes Volk hat so seine Vorlieben. Fühle ich selber jetzt nicht so, aber Bock, wenn du nichts zu tun hast und sagst, du willst einfach mal in die Stadt, kann man auf jeden Fall machen. Aber Dauerzustand, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das hier kein Laden ist. Aber ich muss sagen, ein paar von diesen Uhrzeiten gefallen mir da noch relativ gut. Hier ist dieser Laden. Manier de Voir. Schöne Sachen. Also, was heißt schöne Sachen? Kompletter Laden Trash, aber dann haben sie auch ein, zwei Sachen, die dann noch clean aus. Wir müssen sie anprobieren. Perfekt. Okay. Also. Okay. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Digga. Einmal hier ein großes Shoutout an Triple M. Krank, weil er hat diese Konturen und so fresh gemacht hat. Ja. Anyways. Vernünftig. Das sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Kann man schon echt machen, Digga. Kann man schon wirklich machen. Schwierig, glaub eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ich muss sagen, mit dem hier sieht aus wie ein reicher ghanesischer Prinz. Um genau zu sein, ein unverheirateter reicher ghanesischer Prinz. Ja, dieser Trip hat jetzt nicht nur Negatives bis jetzt. Also, wir waren jetzt ganz kurz schnell bei den Sandwiches drin. Ich muss sagen, dass, wenn ihr die Möglichkeit habt, Harrods zu gehen, dann geht Harrods. Da müsst ihr nichts kaufen oder sonstiges. Einfach nur von der Vielfalt her ist, ja, Harrods viel, viel besser. Viel mehr exklusive Sachen, die auch wirklich nur da sind. Selfridges ist ein 1.000 billig. In billig. Back to Hyde Park. Wir sind wieder da. Ich muss sagen, es war ein entspannter 30 Minuten Walk durch die Oxford Street. Kann man sich mal gönnen, ist wirklich nicht verkehrt. Ist echt nicht verkehrt. Ich habe auch eine Regel hier bemerkt, das ist ein bisschen. Oh ja, hier stinkt's, ja. Wow. Eine Regel, die ich so ein bisschen umgeschrieben habe, aber sie ist safe, ist, du gehst einfach über die Ampel, wenn du Bock hast. Alle folgen dieser ungeschriebenen Regel. Und wenn du als erster über die Ampel gehst, ne, nicht, dass wir sowas machen würden, dann folgen alle anderen.
so mitten im Herzen einfach so ein Tennisplatz. Das hat schon so seinen Flair. Ein paar Leute wurden hier fast inklusive uns angefahren. Ich sag doch, es ist eine Frage von Zeit, dass du hier einmal überfahren wirst. Vor allem von so einer Maschine hier. Wow. Seht ihr, was ich meine? Du gehst einfach mit dem Flow. Du gehst einfach mit dem Flow. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja klar, weil der Autofahrer weiß auch, dass das Ganze ein Contest ist, den er gewinnen muss. So wie der Porsche-Fahrer, der mich vorhin überfahren hat, fast. Aber das Gute wäre, ich wäre von einem Porsche-Fahrer überfahren worden und nicht von einem, ja, keine Ahnung, von so einem Trabi oder so. Skoda einen. Das ist ja auch, in Deutschland gibt es so eine ungeschriebene Regel, die kennt richtig wenige. Bei Porsche heißt immer links vor rechts, weißt du? Hier war rechts vor links. Jetzt mal verarschen müssen, Oxford Circus. Zaum. Also sag ehrlich, mit Schwarzfahren hier schwer. King Cross St. Pancras. Sieht doch schon mal vernünftig aus. Nein, das ist nur Eis. Das ist ein Eis, ja. Das, ja, ich bereue ein bisschen, deswegen die Halai Dogs, die hat der Kita. Die sind hier in der Nähe, glaube ich. Die Halai Dogs? Ja. Nee, erst mal mit Auto. Diese City moved auf jeden Fall schnell. Da hinten ist Google. Wir haben uns auf jeden Fall auch die verdammt sexyste Uhrzeit rausgesucht. Okay, wir haben reserviert. Wir haben reserviert? Wir können jetzt irgendwo chillen und dann... Guck mal, das G-Shit. Kommt gerade so ein Typ an uns vorbei und sagt, you guys are waiting here. I've got a reservation actually. Ekliger Typ. Thank you so much. Ich habe keinen Plan, wie wir wirklich hergekommen sind. Ich bin echt ein bisschen tot.